So, heute geht es mal wieder um das Thema Vorbereitung auf eine Klausur. Und zwar gehen wir von der Situation aus, ne, dass man im Unterricht die Erzählung Die Verwandlung gelesen hat von Kafka. Und jetzt läuft es darauf hinaus, ne, dass man nicht direkt, ne, damit mehr arbeiten will, sondern eine Kafka-Parabel in der Klausur, also einen fremden Text einsetzt und dann eben einen Vergleich mit der Verwandlung durchführt. Ne? Und die Frage ist jetzt, wie bereitet man sich darauf vor? Und wir zeigen das am Beispiel der Parabel, die Brücke. Die kann man nämlich ganz gut vergleichen. So, zunächst mal zur Situation nochmal. Im Unterricht hat man eben die Verwandlung gemacht. Ne? Da ist die Klausur. Der Lehrer möchte nicht direkt darauf eingehen, sondern er will hier noch etwas einschieben. Das geschieht meistens relativ kurz, ne? Kafkas kleine Parabeln. Und das soll dann zu einem Vergleich führen. Und das Besondere, worauf wir uns jetzt eben konzentrieren, ist eigentlich ein Doppelziel. Auf der einen Seite zeigen wir, wie ein Lehrer möglicherweise vorgeht, denn der muss ja die Aufgabe auch sich ausdenken, wenn er keine fertige nimmt. Und wenn ein Schüler besonders engagiert ist, ein bisschen clever und auch ein bisschen Glück hat, dann kann es durchaus sein, dass er entweder sogar im Idealfall die Aufgabe erkennt, den Vergleichstext, oder aber so gut geübt hat, dass er auf jeden Fall damit gut umgehen kann. Und wir haben eben auch dann das Glück gehabt, ne, hier auf dieser Seite hier haben wir eine interessante Parabel gefunden und wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ne. Das würde ein Lehrer ja auch entsprechend tun müssen. Der guckt sich die Parabel kurz an und sieht dann, oh, ist das Potenzial da oder nicht. Und ein Schüler, ne, der da keine fertige Lösung hat, müsste das auch machen. Wir gehen jetzt die mal ganz kurz durch. Man kann die Pausentaste ja drücken und sich in Ruhe das hier durchlesen oder aus dem Internet entsprechend auch ziehen. Am Ende zeigen wir auch, wo wir die Dokumentation wie immer ablegen. Da kann man das dann auch in Ruhe noch sich genauer anschauen. Ne? Das beginnt also damit, ne, dass man sieht, ich war steif und kalt, ich war eine Brücke, aha. Denkt man dann, ne? Das ist ja Gregor Samsa auch so gegangen, der war eine Art Ungeziefer, Käfer oder so etwas. Ne? Also mit dem Unterschied, dass bei Gregor Samsa dann der Moment, ne, wo er das erkennt, im Vordergrund steht. Aha, da hat man auch schon einen Unterschied. Hier dagegen, ne, ist es einfach eine Situation. Ich war eine Brücke. Über einem Abgrund lag ich. Diesseits waren die Fußspitzen, jenseits die Hände eingebohrt. In bröckelndem Lehm habe ich mich festgebissen. Die Schöße meines Rockes wehten zu meinen Seiten, in der Tiefe lärmte der eisige Forellenbach und so weiter. Da sieht man einen zweiten Punkt schon, eine Notlage. Dieser Erzähler hier fühlt sich als Brücke verständlicherweise nicht wohl, muss kämpfen und so weiter. Kein Tourist verirrte sich in dieser unwegsamen Höhe. Die Brücke war in den Karten noch nicht eingezeichnet, es kommt niemand vorbei. Jetzt wird's spannend. So lag ich und wartete. Ich musste warten, ohne einzustürzen, kann keine einmal errichtete Brücke aufhören, Brücke zu sein. Das heißt, diese Brücke fühlt sich nicht nur unwohl, sondern sie möchte da raus aus der Situation, möchte so etwas wie Erlösung haben. Und bei Gregor, ne, müsste man eben gucken, ne, ob der selbst auf eine Erlösung hinarbeitet. Er spricht ja einiges dafür, dass er sich irgendwann mit seinem Schicksal abfindet. Aber wir werden dann gleich sehen, dass da doch ein ziemlicher Unterschied ist. Dann einmal gegen Abend war es der erste oder zweite, ich weiß es nicht so genau. Meine Gedanken gingen immer in einem Wirrwarr und immer in der Runde. Das heißt, er hat auch ziemlich Stress da, ist nicht ganz klar bei Verstand. Und gegen Abend im Sommer, dunkler rauschte der Bach, da hörte ich einen Mannesschritt. Aha, jetzt kommt jemand vorbei, der diese Brücke, die er offensichtlich als Mensch, ne, man sieht ja hier, ne, wenn da Fußspitzen und so weiter sind, dann sieht man eine Doppelexistenz. Er muss Brücke spielen, ist aber ein Mensch. Und jetzt kommt da jemand vorbei, zu mir, ne? Das auch das spricht so ein bisschen, ne, dass er sich freut darüber, dass endlich jemand kommt. Strecke dich, Brücke, setze dich in Stand, geländerloser Balken, halte den dir Anvertrauten. Das ist die positive Variante. Dann wird es aber ganz interessant, also einmal eine Herausforderung. Ne? Hier, das ist bei Gregor ja auch so, der versucht immer ständig den Herausforderungen gerecht zu werden. Dann aber, die Unsicherheit seines Schrittes gleiche unmerklich aus. Schwankt er aber, dann gib dich zu erkennen und wie ein Berggott schleudere ihn ins Land.
Da sieht man, dass hier so eine Doppelabsicht da ist. Auf der einen Seite die Herausforderung erfüllen, auf der anderen Seite aber wartet ja offensichtlich dieser Brückenmensch hier auf die Erlösung und sagt sich, ne, dann kann ich ihn zumindest ins Land schleudern, vielleicht auch Aggressionen loswerden oder so etwas. Er kam mit der Eisenspitze seines Stockes, beklopfte er mich, dann hob er mit ihr meine Rockschöße und ordnete sie auf ihr. Man merkt so ein bisschen, dass wenn man die Verwandlung gelesen hat, ne, dann kommt man sofort auf den Gedanken, dass das, was jetzt geschieht, auch dem Vater entsprechen könnte. Der ja auch, ne, ihn gegebenenfalls beklopft, ne, versucht Ordnung auf ihn zu schaffen. In mein buschiges Haar, aha, dieser Brückenmensch hat buschiges Haar, etwas wildes Haar, fuhr er mit der Spitze und ließ sie wahrscheinlich drin, wild umherblickend, lange drin liegen. Dann aber gerade träumte ich ihm nach, über Berg und Tal, das wäre die positive Variante, ne, dass der also dann verschwindet, sprang er mit beiden Füßen mir mitten auf den Leib. Ich erschauerte in wildem Schmerz, gänzlich unwissend. Also das, was dem Gregor Samsa da passiert, auch mit dem Apfelwurf da und so weiter, das findet man hier ansatzweise wieder. Und, das haben wir später erst gemerkt, gänzlich unwissend. Wer war es? Ein Kind, ein Traum, ein Wegelager, ein Selbstmörder, ein Versucher, ein Vernichter. Da merkt man diese Unwissenheit, die er hat, die Suchen nach Wahrheit. Und das ist eine Sache, die man hier noch einfügen könnte. Und so wird man halt immer schlauer, je länger man sich mit einer Sache beschäftigt. Und ich drehte mich um, ihn zu sehen. Aha, er möchte auch die direkte Begegnung, er möchte aus der Unklarheit raus. Und dann, Brücke dreht sich um, das wird hier sehr lakonisch kurz geschildert. Ich war noch nicht umgedreht. Da stürzte ich schon, ich stürzte und schon war ich zerrissen und aufgespießt von den zugespitzten Kieseln, die mich immer so friedlich aus dem rasenden Wasser angestarrt hatten. Also eine sehr widersprüchliche Situation hier. Das hört sich sehr negativ an, ne, wie es häufig bei Kafka ist. Es ist dieser Ich-Erzähler, der stellt sich auf jeden Fall, er dreht sich um, er will wissen, wer ist das eigentlich. Das ist ja bei Gregor Samsa weniger der Fall, ne, der versucht ja eher die Situation zu verschleiern. Und er erreicht damit seine Erlösung, auch wenn das im Sinne der Selbstvernichtung passiert. Aber das ist eben bei einer Brücke so, er sagt ja da oben, die kann erst, es kann erst zu Ende sein mit ihr und ihrem Schicksal, wenn sie eben eingestürzt ist. Hier heißt es noch, ohne einzustürzen, da steht es auch ganz klar. Und da ist jetzt die Frage, wie ist das in der Verwandlung? Ne? Inwieweit ist da Selbstvernichtung auch mit im Spiel? Resigniert er und so weiter? Das müsste man gegebenenfalls im Text der Verwandlung nochmal genauer prüfen. Ja, dann das Fazit des Ganzen. Wir haben genügend Substanz. Ne? Das könnten wir auch mal hier entsprechend positiv darstellen. Und eine mögliche Aufgabe, ne, könnte jetzt entsprechend sein, die Analyse, gegebenenfalls mit Aspekt hier zum Beispiel. Analysieren Sie den vorliegenden Text unter besonderer Berücksichtigung des Aussagepotenzials. Was zeigt die Geschichte? Dann kann man einen Vergleich durchführen. Prüfen Sie, inwieweit man diese kurze Erzählung Kafkas mit der längeren, die Verwandlung, vergleichen kann. Das heißt, was sind die Aspekte? Und man muss dann natürlich auch dann erläutern, wie weit reichen die Aspekte, wie wir es ja ansatzweise auch schon getan haben. Und am Ende dann die Stellungnahme zu einer These. Nehmen Sie Stellung zu der These, Kafkas Erzählungen seien erzählte Bilder, Bildgeschichten, die eine Grundbefindlichkeit der menschlichen Existenz sichtbar machen. Wir gehen eventuell da auch, wir probieren das selbst vielleicht mal aus, aber uns kam es in diesem Video darauf an, einfach zu zeigen, wie macht man das, wenn man, ne, mit dem Lehrer einigermaßen auf Augenhöhe bei der Vorbereitung sein will. Zumindest sollte man auch diesen Weg mal durchspielen, dann versteht man vieles besser, hat auch entsprechende Übung. Wenn man Glück hat, dann kommt sogar genau diese Geschichte dran. Wie immer legen wir hier auf dieser Seite die Dokumentation entsprechend ab. Mal gucken, ob der Stift noch funktioniert. Ja, dort eventuell Aktualisierungen oder auch Fehlerkorrektur. Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Wenn es euch gefallen hat, ist ein Daumen hoch natürlich auch ganz schön. Und es könnte ja sein, dass das nächste Video für euch wieder interessant ist. Und dann bekommt ihr automatisch ja als Abonnent eine Nachricht. Wir wünschen auf jeden Fall viel Erfolg.